Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing New Leaf. Seht ihr, was ich sehe? Es ist Schlemmfest. Okay, gestern war Schlemmfest, ich gebe zu. Ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen. Aber was soll's, wir spielen jetzt das Schlemmfest. Mal sehen, was Melinda dazu sagt. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, der Truthahn ist wieder bei. Und ich habe gelesen, man braucht die Kürbisse und die Pilze. Und wir schauen einfach mal, was es wird. Ich werde jetzt meine Dailies nicht machen, sondern mich eher auf das Schlemmfest konzentrieren. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 26. November 2020, 13.47 Uhr hier auf La Diva. Unser diesjähriges Schlemmfest dauert noch bis Mitternacht. Kommt und feiert mit uns die reiche Ernte. Ein echter Weltklasse-Koch wird bei uns auf dem Festplatz bekochen. Wer da zu spät kommt, ist selber schuld. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ich hatte zwischenzeitlich jetzt mal wieder Besuch auf dem Campingplatz. Und da war halt so ein Hirsch, Walter. Oder war das Ziegenbock? Nee, ein Hirsch. Sowas wie ein Hirsch. Den ich gar nicht so schlecht fand, muss ich gestehen. Den fand ich irgendwie cool. Allerdings, ich hatte versucht, den halt auf meine Insel zu bekommen. Das Problem aber bei Walter war, Walter wollte Vladimirs Platz. Und da habe ich gesagt, nö. Kriegst du nicht. So, ich sollte vielleicht auch eine Hose anziehen. Der wollte die ganze Zeit unseren süßen kleinen pinken Bären verscheuchen. Und da habe ich gedacht, nein. Will ich nicht, kriegst du nicht. Und schaut mal, mein Rosenplatz ist fertig. Hier. Überall sind sie. Rosen. Überall sind sie jetzt. Rosen. Yeah. Sieht gut aus. Nicht? Naja, ihr könnt mir ja sagen, ob es gut aussieht oder nicht. Ihr habt ja von sowas mehr Ahnung. Oh, ich gehe da nochmal kurz hoch. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht unbedingt hier die ganzen Bäume schütteln und nach dem Geldstein gucken, weil ich habe genug Geld. In diesem Fall habe ich einfach genug Geld. Ich habe 59.000 da und noch 4 Millionen auf der Bank. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Aber ich finde es ganz cool. Ach, kenne ich bereits. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kannst wieder einpacken. Also sonst hat sich an sich nichts groß verändert in meiner Stadt. Ich habe ein paar Laubhaufen gebastelt. Das habe ich mir mal gegönnt. Aber sonst eigentlich gar nichts. Mal sehen, wann wir die Halloween-Dekorationen wegpacken. Werde ich wahrscheinlich so am 30. machen oder so. Ja, ja. Und dann, vielleicht gibt es ja coole Wintermöbel, die man sich denn so draußen hinstellen kann. Das wäre sehr cool. Ich weiß ja nicht. Nachthemden sind nicht so meins. Heute nichts dabei. Nee, nicht wirklich. Sorry. Danke, hoffentlich bis bald. Jo, bis bald. Arrivederci. Ich meinte, ich werde euch eh nicht mehr los. Ne? Eigentlich voll die coole Mucke. Berry! Da sind sie alle, meine Schnuckelchen. Hier, ich habe hier Janina bekommen. Och, Menno, hoffentlich fängt das Schlemmfest bald an. Mein Bauch macht nämlich schon ganz komische Geräusche. Ah, nur kurz schnuppern und man weiß, es ist Schlemmfest. Man kann tatsächlich riechen, dass in zahlreichen Küchen gerade fleißig gekocht wird. Das ist Janina, die ist eingezogen für, ich habe keine Ahnung mehr wen. Aber weil ich sie nicht so cool finde, habe ich sie bis jetzt noch nicht angesprochen. Das Schlemmfest ist mein liebster Feiertag. Da kochen alle bei sich zu Hause richtig leckere Sachen. Ich würde auch ganz gern mitmachen, aber meine Omi sagt immer, ist der Magen leer, fällt die Arbeit schwer. Also warte ich lieber hier, bis was Leckeres in meinen Bauch kommt. Oh, ja. Natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, diese neuen Emotes freizuschalten. Aber ich kann mit denen noch nicht so wirklich was anfangen.
Moment, wo sind sie? Wie macht man das nur? Ach so. Na, also ich kann euch nicht so genau sagen, was jetzt alles da neu gekommen ist, aber das Hinsetzen ist schon irgendwie ganz cool. Bist du etwa einer der hiesigen Einmischen? Gubbeldigub? Gubbelgub? Gerne, oder mein Name, mein Zeichensmeister Koch. Ich soll euch hier im Auftrag von Nook Inc. bewirten. Am Schlemmfest wollen wir uns mit einem Festmahl aus frischen Zutaten für die ertragreiche Ernte bedanken. Und wer kennt sich mit Festmahlen besser aus als wir Truthände? Deshalb hat man mich eingeladen. Leider befindet sich das diesjährige Schlemmfest noch in der, wie soll ich sagen, Konzeptionsphase. Dabei hätte ich eigentlich alles parat, um eine köstliche Muschelsuppe zu zaubern. Nun ja, beinahe alles. Was mir noch fehlt, wären ein paar lokale Zutaten, ohne die Cookies sprichwörtlich in die Backröhre. Mit nur 3 Teppichmuscheln könnte ich meinem preisgekrönten Rezept den letzten Schliff verpassen. Normalerweise kümmert sich ja mein Sous-Chef um das Besorgen sämtlicher Zutaten. Wie soll ich bloß auf die Schnelle jemanden finden, der für mich nach schmackhaften Schalentieren gräbt? Ei, ei! Ich bin dabei, mein Freund. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt bei ihm hier Zutaten sammeln. Ich bin gespannt. Kann sein, dass er auch sowas verlangt wie hier. Ich brauche noch 2... keine Ahnung. 2 Bienenstöcke oder sowas. Und bevor ich jetzt hier alles verkaufe, gehen wir erst doch hier das mit dem Zuschef machen. Wir spielen Zuschef. Teppichmuscheln. Raus. Hab keine Angst. Ihr werdet nur gefressen. Ey, wenn man die mal braucht, ne? Ha! Freude. Was denn jetzt schon wieder? Hier? Muschelgräber, sehr schön. Naja, das war jetzt nicht so das, was ich brauchte. Aber okay. Kriegen wir eigentlich was von dem Truthahn? Abgesehen davon, dass er uns was zu essen geben muss. 3 hast du gesagt, ne? Ich bin auf dem Weg. Ich kümmere mich drum. Ich arbeite dran. Ich schwör's. Aber die haben es gerade nicht so mit mir. Die wollen nicht so, wie ich will. Da. 2. Komm schon, Teppichmuschel. Zeigt mir, wo ihr seid. Ihr wollt es doch auch. Da bin ich mir sehr sicher. Ihr wollt es doch auch. Also wenn man Animal Crossing 1 lassen kann, dann ist es eine gute Musik. So, ich habe 3 Teppichmuscheln. Attacke. Ich frage mich, wie viele Gänge ich eigentlich machen muss. Jo. Alle lächeln schon nach einer Kursprobe meines Könnens. Google die gut. Ah, wie gern würde ich das Festmenü mit meiner raffinierten Muschelsuppe eröffnen. Mit 3 frisch ausgegrabenen Teppichmuscheln könnte ich mich ohne Umschweife ans Werk machen. Ich würde hier selbst nach ihnen graben, aber nicht mit diesen talentierten Künstlerhänden. Ohne die Hilfe eines Muschelsuchers bin ich wohl aufgeschmissen. Hier, nimm die. Huch! Also du hättest die Zutaten, die mir noch fehlen. Ja. Nun sieh sich das einmal an, frische Teppichmuscheln von heimischen Strand. Welche Prachtexemplare, daraus habe ich die leckerste Muschelsuppe seit Truthahn gedenken. Gut, ich habe nun alles, was ich brauche. Also dann. Frisch ans Werk? Jetzt will ich aber auch kochen sehen. Birte? Oder Brigitte? Oder wie auch immer du heißt, Birgit? Geier nicht so. Ah, ich muss 4 Gerichte machen, okay.
Danke meines Talents und nicht zu vergessen, auch mit deiner Hilfe ist die Muschelsuppe nun servierbereit. Für manche Banausen ist die Suppe nichts mehr als Gewürz, das heißt es Wasser mit Einlage. Doch gibt man Teppichmuscheln hinzu, würde wohl selbst ein Suppengasper seinen Teller leer schlürfen. Als Dank für deine Hilfe möchte ich dir gerne etwas schenken. Ein Schlemmfestteppich. Gib her, komm! Eins muss ich dir lassen, für eine Amateurin scheinst du ein gutes Auge zu haben, was du da dann angeht. Für den nächsten Gang, das Festmenü spiele ich mit dem Gedanken, einen Kürbiskuchen zu backen. Wärst du wohl so lieb, mir erneut unter die Flügel zu greifen und mir ein paar Zutaten zu besorgen? Na klar. Gubidigub. Tausend Dank. Ohne eine fleißige Assistentin kann selbst ein Meisterkoch wie ich nicht glänzen. Lass uns unser Bestes tun, um dieser Insel ein unvergessliches Schlemmfest zu bereiten. Dann geht's nun direkt ans Eingemachte, beziehungsweise an den Kürbiskuchen. Dafür benötige ich Orangenkürbis sowie Gelbkürbis. Aus diesen Zutaten zaubere ich einen Kürbiskuchen, den diese Insel noch nie gesehen hat. Weil du die nötigen Zutaten nicht besitzt, kann dir vielleicht jemand anderes weiterhelfen. Frag ruhig einmal rum. Ich habe dich ja schließlich hier auch um Hilfe gebeten. Weg da! Oh. Alter! Jetzt weg, ne? Ne, ich schau's noch. Und da ist auch schon das Ding. Gelb-Orange hat er gesagt, ne? Das ist ja nicht das Problem. Ah, er hat nicht gesagt, wie viele. Er hat nicht gesagt, wie viele er braucht. Aber ist egal. Kriegen wir schon hin. Hallo. Hi, ich hätte ganz gerne Schleuder. Interesse an einem Artikel im Regal? Hier ist unser Sortiment. Die Kinderschleuder nehme ich. Dankeschön. Nee, passt schon. Passt schon. Passt, fackelt und hat Luft. Vielen Dank. Dann sacken wir noch mein Geschenk ein. Dankeschön. Was habe ich denn Schönes bekommen? Ach, ein Sternisack. Toll. Ich habe 2500 schon mal plus gemacht. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich guck mal auf meinem Kürbisfell. Aha. Wahrscheinlich braucht er denn noch irgendwie Fische wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Ah, jetzt hat gesagt Orange und... Oh, das ist das Falsche. Dankeschön. Wir gucken mal, ob wir denn das so abgeben können. Und vielleicht braucht er ja nur einen Weißkürbis. Wenn nicht, müssen wir wirklich mal bei... In unserem Schrank gucken. In unserem Lager. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich genug habe. Okay. Ich wollte jetzt nur fürs Thumbnail eins haben. Sorry. Als nächstes Gericht steht ein Wiener Kürbiskuchen auf dem Plan. Prall gefüllt mit saftigen Kürbissen. Die Hauptzutaten sind recht simpel. Ein Orangekürbis und ein Gelbkürbis. Ich werde mich schon mal um die Vorbereitung kümmern. Wenn du die Zutaten beisammen hast, bring sie bitte gleich vorbei. Das ging aber fix, Gubbeldigub. Dann wollen wir doch mal sehen. Was hat er gesagt? Orange und Gelb, ne? Sehr schön, ne? Ein zuverlässiger Assistentin. Und hochwertige Zutaten machen deinen Koch die Arbeit leicht. Gut, ich habe nun alles, was ich brauche. Also dann.
Frisch ans Werk! Ja, frisch ans Werk, würde ich mal sagen. Yay, da ist der Kürbisbogen. Ach komm schon, Barry, geiern ist es auch. So, noch zwei Sachen. Die warme, cremige und feine gewürzte Füllung macht diesen Kürbiskuchen herzlich saftig. Ein Meisterwerk, das ohne deine Hilfe sicher nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. Gubbeldigub. Da du mir erneut bei einem Gericht geholfen hast, sollst du auch die Schlemmfesttapete haben. Also schön, als nächstes Gericht steht ein herzhaftes Gratin mit viel Meeresfrüchten auf dem Plan. Dafür fehlen mir noch ein Flachpilz sowie eine Miesmuschel. Komm bitte gleich wieder, sobald du einen gefunden hast. Miesmuscheln. Ich habe schon mal den Flachpilz. Miesmuscheln. Miesmuschel gibt es aber hier im See, ne? Tritonsturm? Koralle? Sanddoller? Ich bin der Meinung, Miesmuschel gibt es. Wir gucken mal kurz. Algen, Perlmuschel, Miesmuschel hier. Gestiftet, okay. Dann würde ich mal sagen, tauchen. Etwas, was ich ja liebe. Bin ich ja voll Fan von. Komm schon, lass es gleich eine Miesmuschel sein, bitte. Geben Sie mir die Miesmuschel. Oh, heilige Miesmuschel. Ja, eine Auster. Sehr erfreut. Toll. Was ich noch nie gefangen habe, Auster. Kann ich kurz in mein Dings gucken? Da ist noch. Da blubbert es noch. Ich hoffe, wir werden nicht so lange tauchen müssen. Wenn nicht, muss ich das leider ein bisschen cutten. Aber ihr werdet es ja sehen. Eine Auster. Okay, ich kann auch mein Inventar gerade nicht aufräumen, während ich im Wasser bin. Macht natürlich Sinn. Ich will natürlich auch wissen, was ich denn noch von dem krieg. Irgendwie so eine Kochmütze oder so, wäre ganz cool. Aber eigentlich... Was bist denn du? Eine Seegurke. Ja, du bist eine Gurke, du. Na, was ist es? Du bist keine Miesmuschel. Mann, jetzt bereue ich es auch nicht. Also ich hätte schon mal einen Flachpilz. Aber halt die Miesmuschel fehlt. Na komm, ich krieg dich ja doch. Hoffe ich. Ja, die bewegt sich. Das ist bestimmt keine Miesmuschel. Nee, eine Auster. Kann denn nicht eine Auster haben? Ich meine, Austern sind doch bestimmt wesentlich wertvoller als Miesmuscheln. Es muss ja unbedingt so ein Unterwasservieh sein, ne? Dann holen wir erstmal den. Nope, du bist auch keine Miesmuschel. Aber dafür habe ich die Unterwassertiere jetzt die Aufgabe. Ha! Wir könnten ja Eugen fragen, ob er uns mal die Miesmuschel ausleiht. Eine Gazami-Kraft. Kann er auch eine kleine Dings haben wollen? Meine Fresse. Ah, ich kann noch ein bisschen.
Ich würde mal sagen, wir cutten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich halt diese verdammte Miesmuschel gefunden habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Kurze Unterbrechung. Ich habe aufgehört zu tauchen und der meinte ja, man kann ja auch tauschen, ne? Und dann habe ich erst mit denen draußen geredet, aber die wollten nicht tauschen. Aber hier, Wladimir kocht. Vielleicht kann der, tauscht ja mit, der mit uns. Na, Kleines überrascht mich beim Kochen zu sehen. Ich auch. Aber zum Schlemmfest hatte ich mal Lust. Aber ohne eine Klische geht's nicht weiter, Nastrovi. Falls du eine Klische findest, bringen sie mir, ja? Wir können auch Zutaten tauschen. Eine Klische. Ein Klischee. Das ist aber auch ein Meeresfisch. Ja, dann versuchen wir es mal mit einem Meeresfisch. War doch ein Meeresfisch, oder? Ach, ich habe ja noch ein bisschen was auch gefunden. Ich habe hier noch eine Torbahnschnecke gefunden. Ich habe eine Auster gefunden. Und ich habe eine Pazifikkrebs gefunden. Klische. Ich weiß, das war ein Meeresfisch. Im Meer, ja. Dann hoffen wir mal, dass wir mal bald einen finden. Wenn ich guck mal noch in den anderen Häusern einfach. Ich bin zwar der Meinung, du bist zu klein, aber wir können es trotzdem mal probieren. Dann halt nicht. Ich glaube, du könntest eine Klische sein. Eins. Ja! Eine Klische! Ha, ich verzichte mal auf klischeehafte Witze. Oh, Dings ist da. Boah, komm, gib mir jetzt aber keinen Flachpilz, sondern gib mir Miesmuschel. Gib mir Miesmuschel. Ja, wie blöd. Denn wenn man eine Klische wirklich durch keine Zutat ersetzen kann und ohne hat mein Rezept einfach keine Chance, was zu werden. Ach, was mache ich noch? Hier, nimm. Sauber, bis die Retterin der guten Küche verehrt ist. Hier, dafür hast du eine Flunde. Wirklich. Jetzt kocht die Sache richtig. Danke für mein milde Gabevögelchen. Ach, hier noch ein Kochtipp. Macht dein Fressen garantiert noch besser. Bratfisch gibt's im Haus Maike. Hoffe ja mal, dass du nimmst auch dafür die beste Sorte. Einmal habe ich gebratenen Schnabelbarsch gegessen. Das war was, sag ich dir. Lecker wie nix. Ich hatte Tränen in den Augen. So edel hat das geschmeckt. Oder waren es doch Zwiebeln? Ich will es mich verarschen. Muss es vielleicht darum gehen, dass jemand eine Muschel sucht? Vielleicht? Dass er nur mit Muscheln tauscht? Ich guck mal noch in den anderen Häusern, weil es sind ja nicht alle hier vorne. Reh zum Beispiel ist gar nicht vorne. Ah ja, Janine ist ja unterwegs. Das war ja der Dings. Du bist unterwegs. Nee, du bist zum Beispiel auch zu Hause. Vielleicht kocht der Robo-Frosch ja auch. Ja, Robo-Frosch kocht auch. Beste Schlemm heißt ja nicht, dass man nicht auch mal was Leckeres für die Verbrennung tun kann. Lecker. So eine Gusseisenpfanne wiegt ja schon ordentlich. Also verwende ich beim Kochen möglichst viele von denen. Wenn beim Zauberei was werden... Oh, Makrele. Dann wollte ich fragen, wärst du bereit? Ich bräuchte bloß eine Makrele. Makrele ist aber ein kleiner Fisch. Und Makrele kommt in links vor. Na, wo kommt denn die Makrele her? War das nicht auch ein Meeresfisch? Makrele. Im Meer. Als hätte ich auch nichts anderes zu tun. Leute. Das erste und zweite war ja noch einfach, ne? Aber jetzt kommen halt schon diese harten Sachen.
Du bist keine Makrele. Makrele muss, glaube ich, so ein mittlerer Fisch sein, nicht so klein. Aber auch nicht zu groß. Eine Makrele! Oh yeah. Da ist noch ein... Nee, das war jetzt der falsche Stab. So. Ach komm, als ob. Dankeschön. Jetzt ist es aber echt eng hier. So Fußballhose. Mach ich nicht. Ist egal. Komm, gib mir eine Miesmuschel. Alter, gib mir eine Miesmuschel. Ich meine, wenn sie sagen tauschen, dann vielleicht auch das, was ich halt brauche. Damit mein Zeug hier auch nach Oberliga schmeckt, bräuchte ich echt noch eine Makrele. Hier für dich. Boah, echt jetzt? Du bist ja voll der super MVP, Maika. Warte mal, dafür gebe ich dir die Miesmuschel. Hier, kannst du brauchen. Ja, brauche ich wirklich. Damit steigt mein Fresschen garantiert in die Oberliga auf. Lecker. Ach so, ich habe noch einmal ein paar die Kochschwarten gewälzt, um mental ins Spiel zu bleiben. Und dabei ist mir was aufgefallen. Das könnte dir womöglich voll helfen. Magst du mal hören? So eine Muschelsuppe muss man besetzt werden wie eine Mannschaft. Jeder muss seine Rolle spielen. Aber neben den Zugpferden muss es ja auch den echten Starspieler geben. Eine Muschelsorte mit Flair. Und wenn du mit deinem Süppchen echt Geschichte schreiben willst, gibt es nur eines. Und zwar eine relativ große Muschelsorte, die das Feld so richtig für sich beansprucht. Okay. Wir haben jetzt den Flachpilz und die Miesmuschel. Oh, Gott sei Dank. Die Flunder heben wir noch auf. Klappt ja ganz gut. Ach nee, Reh ist auch da. Verdammt. Oh, dieser Weißkürbis und diese... dieser Weißkürbis und dieser Grünkürbis duften wirklich köstlich. Oha, vielleicht lässt sich mit zwei verschiedenen Kürbissen mein Rezept für Kürbispuppkuchen aufpeppeln. Kein Zweifel, meine Intuition hat mich bislang selten getäuscht. Ich schmecke jetzt eindeutig Potenzial. Wenn du so freundlich wärst, mir deinen Weißkürbis und deinen Grünkürbis zu geben... In deiner Tasche schlummert der Schlüssel zu einem schmackhaften Kürbiskuchen. Hilf mir, die Pforte in eine Welt des grenzenlosen Genusses zu öffnen. Gubbeldugub. Yes. Aber ich sollte auch dir Miesmuscheln und so geben. Eine weise Entscheidung. Mach dich auf den besten Kürbiskuchen gefasst, den du je gegessen hast. Gut, du hast mir alles gebracht, was ich brauche. Gubbeldugub. Also dann. Will der mich verarschen? Frisch ans Werk. Aber da brauchst du doch eben gar keinen Kürbiskuchen. Hallo? Jetzt glitzert der Kürbiskuchen. Deine Farben vom Kürbis habe diesem Kürbiskuchen genau den richtigen Pfiff verliehen. Um ehrlich zu sein, wäre ich selbst nie auf die Idee gekommen, derart viele Farben zu verwenden. Ich ziehe meine Kochmütze vor deinen kulinarischen Kreativität. Da du mir erneut bei einem Gericht geholfen hast, sollst du dieses Schlemmfest tischgedeckt haben. Okay. Ich hoffe, du hilfst mir auch beim Besorgen der Zutaten für meinen nächsten Gang. Du suchst sie und ich koche sie so und nicht anders geht. Perfekte Arbeitsteilung. Unser nächstes Gericht wird ein Gratin der besonderen Art, verfeinert mit Meeresfrüchten. Die Hauptzutaten sind recht simpel, ein Flachpilz und eine Miesmuschel. Ich werde mich schon mal um die Vorbereitung kümmern. Wenn du die Zutaten beisammen hast, bring sie doch gleich vorbei. Das ging aber fix, Gubbeldigub. Dann wollen wir doch mal sehen. Miesmuschel. Sehr schön. Eine zuverlässige Assistentin und hochwertige Zutaten machen einen Koch die Arbeit leicht. Gut, ich habe nun alles, was ich brauche. Also dann. Auf ans Werk. Frisch ans Werk. Mal sehen, was das letzte ist. Wahrscheinlich ein Truthahn. Und den.
Mit diesem durch Meeresfrüchte verfeinerte Krepper habe ich mich wahrhaftig selbst übertroffen. Und du machst als Aushilfschef auch gar keine so schlechte Figur, Guldigup. Da du mir erneut bei einem Gericht geholfen hast, sollst du diesen schlimmen Festboden bekommen. Immer sehen, ne? Kommen wir nun zu unserem letzten Gericht, dem grandiosen Finale sozusagen. Als abschließenden Gang erwartet euch eine wahre Gaumenvoll, und zwar ein deliziöser Bratfisch. Du würdest nicht glauben, was man an uns Ort so alles zum Schlemmfest verspeist. Aber wir sollten uns lieber auf die große Herausforderung bringen. Ein Seebarsch und eine Flunder, ja, das kriege ich hin. Daraus werde ich euch einen Bratfisch machen, der dieses Schlemmfest fertig ist. Dies ist der finale Gang, nur noch ein letzter Botendienst, dann können wir alle wie die Könige schmausen. Oh, ist das etwa ein Pazifiktaschenkrebs? Eine wirklich interessante Zutat. Sekunde mal. Nein! Ich will unseren Dings haben. Ja, okay. Kriegt er. Ich weiß, ist ein bisschen blöd, aber kriegt er trotzdem. Na gut, du hast mir alles gebracht, was ich brauche. Also dann. Frisch ans Werk. Ich habe den jetzt den Taschenkrebs gegeben. Ich weiß, ich brauche eigentlich noch, aber... den für das Museum, aber ist nicht so schlimm. Ich bin begeistert. Bei dem Anblick kriege ich direkt Gänsehaut. Schlimmfestsocke. Okay. Also man kann die Sachen immer wieder verfeinern und... okay. Also man verfeinert immer die Sachen und dann kriegt man halt noch so anderen Stuff noch dazu. Wo ist es hin? Weggeflogen. Hm. So, jetzt lass mich mal gucken. Oh, ich habe so viel hier einfach. Ich hatte anscheinend zwei. Ne, das ist die Gazami-Krabbe. Lol. Okay, dann bringe ich mal ganz schnell das, was ich habe, zu dem Eugen nach oben. Ich meine, ein Seebarsch. Leute, ein Seebarsch. Wie oft haben wir schon einen Seebarsch gefangen? Ne? Also, überlegt mal. Wir haben so oft einen Seebarsch gefangen. Ich grüße Sie. Ah, was möchtest du? Ich möchte ganz gerne was stiften. Er hat mir leider meinen Dings geholt, aber das ist mir egal. Ach, die Seegurke habe ich schon. Gleich mehrere Stücke. Ja, das sind nur zwei. Ach, was will er denn noch? Die Kürbisse? Ich nehme noch mal ein paar auch andere Pilze mit. Ich bringe jetzt mal auch hier ein paar Sachen weg. Nee, das nicht. Aber zum Beispiel die Kürbisse brauche ich ja gar nicht mehr. Außerdem gucken wir uns das mal an, was wir hier so haben. Wir haben den Schlemmfestteppich. Okay. Das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Ins Lager. Ins Lager. Das ist doch ganz niedlich. Was habe ich noch? Schlemmfest Tischgedeck. Naja, ich will ja nichts sagen. So cool ist das jetzt auch nicht. Ah, das finde ich cool. Ich finde das jetzt nicht so schön. Den Piratenschatz-Dings. Mhm.
Ich nehme dich mit, dich nehme ich mit. Deine Tasche ist voll. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann nehme ich aber halt nur so mit. Kann ich nämlich noch den anderen Dings mitnehmen. So, los kann ich das ja verkaufen. Ah, und einen Seebarsch müssen wir fangen. Seebarsch ist immer so ein großer Fisch. Seebarsch ist ein... Den kriegen wir hin. Dann gehen wir mal hier unten hin. Wie sich das hier hört. Und dann schauen wir mal, was wir finden. Nee, du bist zu klein. Du bist zu klein, mein Freund. Sanddollar. Kreiselschnecke. Wiesenmuschel. Stimmt, der hatte doch irgendwas gesagt von hier, wenn du deine Muschelsuppe aufwerten, aufpeppen willst, brauchst du halt eine große. Wo sind denn jetzt meine großen Fische hier überall hin? Was ist los? Ja. Rochen. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, Moment, ich stelle mal den Rochen kurz ab. Den habe ich auch nicht platziert. Gucken wir mal, was der sagt zu meiner Riesenmuschel. Unser nächstes ist zugleich Bratfisch. Also ich habe nichts, was ihn jetzt so interessieren könnte. Okay. Also ich meine, ich habe schon eine Flunder. Dann gehen wir die Kürbisse verkaufen und dann gehen wir den Rest auch alles verkaufen. Dann machen wir, suchen wir jetzt nur noch einen Seebarsch. Und das war's dann. Hätte ja sein können, dass er halt vielleicht noch die Dings aufpeppen möchte. Die Muschelsuppe, aber anscheinend doch nicht. Ah, nein, nicht die Flunder. Bitte nicht die Flunder. So, dass die einzigen zwei Sachen nicht ganz gerne noch behalten möchte. Und dann gehen wir mal auf Seebarschjagd. Also, dass wir jetzt hier den Rochen gefangen haben, das war jetzt Glücksgriff. Mal sehen, aber nur ein Sockel ist halt auch ein bisschen blöd. Ich hätte ganz gern schon zwei. Könnte ich mir den so an die Tür stellen. Oh, ich hätte den Sockel gar nicht braucht. Ey, sonst kommt doch der Seebarsch immer. Jetzt sag bloß nicht, es gibt keinen Seebarsch. In dieser Jahreszeit. Wir gucken gleich mal. Eine Klische. Ja, nee. Knapp daneben ist auch vorbei. Yay. Ich habe 5 Fische gefangen. Rochen. Der hat's gerochen. Nee, den gibt's noch. Okay. Den gibt's das ganze Jahr über. Im Meer, ne? Oder habe ich mich ja jetzt verlesen?
Seht ihr auch, so viel fehlt gar nicht mehr. Ich bin aber auch nicht da hinterher, alles zu fangen. Im Meer, okay. Im Meer. Unter dem Meer. Da hockt der Triton. Ich glaube, das Ding ist groß. Aber wir versuchen es trotzdem. Nein! Das hätte jetzt Dings sein können. Ah, mein Freund. Kann ich dir irgendwas geben? Du Vogel. Hallo, Maika. Wie du siehst, hat sich mein Style seit unserem letzten Treffen radikal verändert. Am Schlemmfest teilt man leckeres Essen mit Freunden und Familie. Und wenn alles gut läuft, kann man auch ein bisschen mit den Kochkünsten protzen. Oh, das sind Makrele. Ja klar, ich fang mal. Ich guck mal. Ich muss ja eh fischen. Den kann ich ohne mit Makrele mitbringen. Vielleicht kriege ich ja dann irgendwie den Seebarsch. Obwohl es ziemlich dumm ist. Dann fangen wir mal an. Da habe ich meinen Seebarsch. Geil. Sehr schön. Okay, dann hatte ich die Makrele für den Spatz erledigt. Ich habe ja jetzt alles, was ich brauche. Ah, cool. Nehme ich mit. Unser nächstes und zugleich. Ja, habe ich. Das ging aber fix, gubbeldibub. Da wollen wir mal sehen. Da hast du einen Seebarsch. Sehr schön, eine zuverlässige Assistentin. Gut, ich habe nun alles, was ich brauche. Also dann. Frisch ans Werk. Ja, der letzte. Zwei, die glitzern und zwei, die nicht glitzern. Und jetzt esse ich alles auf. Oh lala, ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber einen so leckeren Bratfisch klingt einem nur selten. Natürlich hast du auch einen Teil zu deinem Meister, diesem Meisterwerk beigetragen. Wir sind schon ein tolles Team. Kubiligub, wir haben uns tatsächlich durch das komplette Vier-Gänge-Menü gekämpft. Ohne deine Hilfe hätte ich meine Rezeptideen heute vermutlich nicht umsetzen können. Lass mich dir aus tiefstem Herzen dafür danken. Um sowohl dich als auch für die reichen Gaben der Insel zu ehren, möchte ich dir zu diesem Füllhorn schenken. Nichts ist befriedigender als nach getaner Arbeit auf die Früchte seines Erfolgs zu blicken. Stimmt's? Und das Schlemmfest hat gerade also erst so richtig begonnen. Also los, stürzen die Sprüche ins Vergnügen. Einige der Rezepte sind dank deiner Wahl der Zutaten und meiner Experimentierfreude besonders geglückt. Womöglich ließen sich alle heutigen Speisen mit etwas unkonventionellen Zutaten verfeinern. Falls du nun genauso neugierig bist, bring mir einfach ein paar Zutaten, die du für Dings hältst. Sollte ich damit meine Rezepte veredeln können, will ich dich mit für deine Mühen belohnen. Nein, nichts hast du dabei, flügelt meine Kreativität. Okay. Yes! Gib mir das Essen. Es ist aufgetischt. Ach, alles sieht so lecker aus. Wo soll man da nur anfangen, Waldfee? Jetzt geht's richtig die Party ab hier. Wow, sieh nun mal das ganze Zeugs, von das Gernot gekocht hat. Was davon soll ich als erstes probieren? Puh, schwierig, Brumm. Du weißt ja gar nicht, wo man zuerst draufstürzen soll. Ich kann einfach nicht aufhören, das köstliche Essen dort auf den Tisch anzustarren. Lecker. Die ganze Warterei hat sich auf jeden Fall gelohnt. So viel steht fest hier. Also man kann es noch veredeln, muss man jetzt aber nicht. Okay.
Man könnte ja auch gucken, ob man ihm nicht Früchte oder sowas geben könnte. Komm schon, schüttel das Bäumchen. Boah, wenn man mal einen Bienenstock braucht, ne? Ist nie einer da. Kann doch nicht dein Ernst sein. Nee. Sonst ist immer hier überall irgendwo mal so ein Bienenstock und dann ist keiner da, wenn man ihn. Ich fühle mich enttäuscht. Spiel, ich bin enttäuscht von dir. Ja, ich mach gerade eine Rutenzucht. Ah, da, ha, 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 ha. Sehr schön. Komm her. Ich will es nur mal ausprobieren. Und dann noch die Früchte. Weil wir haben jetzt ihnen so ganz viele Pilze vorgeschlagen. Klar, wir könnten noch versuchen, verschiedene Meeresfrüchte zu machen. Apfel, Dings, Dings. Und jetzt sieht man auch Kirsche, ne? Ah, und Dings brauchen wir auch noch. Kürbisse. Nicht Kürbisse. Habe ich alle? Pfirsiche, Birnen. Ja. Kokosnüsse, Entschuldigung. Ist hier schon wieder so ein Ding? Alter, was ist denn nur los mit dem Spiel? Das ist ja voll krass heute mit dem, mit den Geschenken. Ja, der reinste Geschenke-Wahnsinn. Hier die Dings abgehen. Stachelschnecke. So, mal sehen. Vielleicht will er irgendwas haben, vielleicht auch nicht. Weg. Okay, nichts, was seine Dings beflügeln. Ja, dann gut. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es tut mir leid wegen dem Schneiden. Aber es hat wirklich ein bisschen länger gedauert, bis wir jetzt, bis ich auf die Idee kam, wen zu fragen. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.